Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Herzlich willkommen, liebe und geschätzte Interessierte, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Heute geht es mir darum, dass ich einmal kurz vorstelle, was der Zweck dieser neuen Reihe ist. Es geht nicht um eine emotionale Kritik. Es geht auch nicht um eine emotionale Verteidigung gegenüber einer Kritik, sondern es geht darum, dass alle Punkte, die wir im Laufe der Zeit gesammelt haben und auch weiter sammeln, einmal ernsthaft angenommen werden, betrachtet werden und dann auf einen sachlichen Diskurs zurückgeführt werden. Wir möchten das nicht hochwissenschaftlich machen, denn wir möchten viele Menschen erreichen. Wenn zum Beispiel jemand am Arbeitsplatz gefragt wird, warum sagt der Islam XYZ? Warum sagt der Koran XYZ? Warum machen Muslime XYZ? Dann braucht das eine klare und einfache Antwort. Zugegeben, manche Fragestellungen sind etwas komplex, sind darum schwierig, weil sie einen großen Hintergrund haben, einen historischen Hintergrund, einen Hintergrund, der in einer Auseinandersetzung von Religionsvertretern aus Jahrhunderten herausstammen. Und natürlich macht das die ganze Sache ein bisschen schwieriger. Wir werden hier und da auf ein paar Begriffe hinweisen und werden auch nicht hinterm Berg halten diesbezüglich. Aber es geht eben nicht um Polemik, sondern es geht darum, dass man sagt, hier etwa ist eine Behauptung aufgestellt und eine Behauptung, die in der Öffentlichkeit aufgestellt ist, muss sich wiederum natürlich einer gewissen sachlichen Kritik stellen. Wenn etwa gesagt wird, diese Person ist nicht historisch, dann kann man sagen, es gibt sehr wohl historische Belege für das Vorhandensein dieser Person zum Zeitpunkt XYZ und damit war es dann auch gewesen. Das bedeutet, ich werde hier in diesem Punkte nicht darauf herumreiten, warum jemand das behauptet oder welche emotionalen oder persönlichen Gründe es dafür gibt, zu behaupten, dass eine Person da sei oder nicht da sei. Dieses Urteil überlasse ich dem geschätzten Zuhörer, der geschätzten Zuhörerin. Und genau das ist der Punkt. Wir müssen wieder zu einer Gesprächskultur kommen, in der es nicht darum geht, zu überreden oder jemandem etwas aufzudrängen, sondern es muss wirklich darum gehen, dass man sagt, hier gibt es eine Waage, ein Argument, es kann so sinnhaft oder sinnlos sein, wie es will, und eine Antwort. Und die Antwort muss so gewichtig sein, dass sie aus sich selbst heraus den Betrachter überzeugen kann. Es ist nicht meine Aufgabe, diese Überzeugung Ihnen anzutragen, denn entweder das Argument spricht für sich oder es tut es nicht. Eine andere Sache, wir wenden uns hier bewusst nicht nur an bekennende Muslime und überhaupt auch nicht zwingend nur an Muslime. Ein großer Teil dieser Kritik kommt ja von bestimmten Bereichen der nicht-muslimischen Gesellschaft. Dementsprechend ist unsere Zielgruppe jeder, der erstens die kritischen Argumente teilt und ernsthaft auf eine Antwort wartet. Eine Antwort, eine sachliche, eine nachvollziehbare, wollen wir geben. Und zweitens ist unsere Zielgruppe die Menge derjenigen Muslime, die solchen zum Teil auch etwas aggressiven Fragen ausgesetzt ist und dementsprechend auch ein Argument sucht, um entsprechend sachlich, nachvollziehbar zu antworten. Denn eines muss ja klar sein. Entweder es kommt ein Gespräch zwischen Menschen zustande oder es kommt keines zustande. Kommt ein Gespräch zustande, ist es immer möglich, dass eine Seite die andere überzeugt? Oder auch nicht. Es kann immer sein, dass, wenn jemand ein Argument hört, er von dem Argument überzeugt wird oder auch nicht. Diese Freiheit müssen wir den Menschen lassen. Und ich bin ein harter Vertreter der Auffassung, dass der Mensch, wer immer er sei, frei sein muss, sich eine Meinung zu bilden. Aber natürlich muss es auch eine Grundlage für diese Meinung geben. Es kann nicht sein, dass ich sage, ich finde, der Mond ist ein Käse und jetzt muss jeder Mensch davon überzeugt sein. Das ist keine Art. Genauso viele Argumente, die gegen den Islam eingerichtet werden, die längst seit ungefähr 150, 180 Jahren in der wissenschaftlichen Welt fernab des Wahren sind, die aber immer noch vorgebracht werden. Hier muss man natürlich schon fragen, warum werden diese altbackenen Argumente, die längst vom Tisch sind, immer wieder vorgebracht, als wären sie eine Tatsache. Aber auch hier möchte ich es nicht zur Polemik kommen lassen, sondern ich möchte einfach nur sachlich vorstellen, hier gibt es das Argument X, das Argument wurde bereits vor 120 Jahren widerlegt, hier ist der Hinweis.
nicht mehr, nicht weniger. Und ein jeder soll sich daraufhin seine eigene Meinung bilden. Wir haben hier also ein Format vor uns, was weder streng hochwissenschaftlich ist, noch in dem Sinne populärwissenschaftlich ist. Es soll eine einfache Handreichung sein, damit jeder Interessierte einen Hinweis hat, wo er sich weiterbilden kann, wo er mehr zu finden kann und auch, dass er grundsätzlich eine Ausrichtung findet, was kann man zu diesen Argumenten oder dieser Klasse von Argumenten überhaupt sagen. Auch, wie müssen wir ein Argument einordnen? Wie sollen wir uns zu demjenigen stellen, der das Argument hat? Ich bin der Auffassung, sachlich, freundlich, hinweisend und dementsprechend entlarven sich viele Argumente von vornherein als nicht sachlich. Aber wir müssen ja sachlich bleiben. In diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass wir Nutzen ziehen können aus dieser Serie. Und ich bedanke mich schon jetzt für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit und Ihr hochwertes Interesse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.